ein geheimes Passwort eingeben, auf privaten Webseiten surfen oder ein Dokument verfassen. Mit der neuen Sicherheitslücke können Angreifer das alles hier ausspähen, direkt im Computer auf dem Prozessor, und zwar alles, was dieser in diesem Moment gerade ausführt. Die Lücke betrifft Millionen von Chips des Herstellers Intel. Wissenschaftler der Universität Graz haben sie entdeckt. Selbst besonders abgesicherte Software bietet keinen Schutz. Ein Angreifer kann mitlesen, auf welchen Seiten ich bin, selbst wenn ich in einem sicheren Browser wie dem Tor-Browser unterwegs bin, wo ich das nicht mitverfolgen können sollte. Der Angreifer kann aber auch zum Beispiel das Passwort von der Festplatten oder den Key von der Festplattenverschlüsselung mitlesen. Und das ist natürlich auch sehr kritisch, weil dann kann ich die gesamte Festplatte entschlüsseln. Sogenannte Cloud-Speicherdienste sind besonders betroffen, wie sie zum Beispiel von Amazon, Apple oder Google angeboten werden. Denn mit der Lücke lassen sich unzählige Prozesse gleichzeitig auslesen. Ein Problem für die großen weltweiten Rechenzentren. Der Chip-Hersteller Intel hat bereits reagiert und Reparaturmaßnahmen empfohlen. Auch die großen Hersteller wie Microsoft und Apple reagieren mit Software-Updates.